Eine zweite Alternative wäre theoretisch, dass wir viel Geld bei einem Quiz gewinnen. Ja. Und heute können wir mal andere Menschen was gewinnen lassen. Unser geliebtes Publikum. Bei Bratwurst und Backler war das Quiz. Das heißt, wir werden jetzt zwei aus dem Publikum holen, die hier was richtig Feines gewinnen können. Du hast gerade gesagt, wenn es nicht läuft, dann könnten wir auch irgendwann mal im Quiz gewinnen. Du hast, glaube ich, nie bei einem Quiz richtig gewonnen, oder? Tiefschlag. Show endet heute. Los, los! Wer möchte gerne bei Bratwurst und Backler das Quiz mit uns? Der junge Mann hier vorne. Eine Dame, guck mal, hier eine junge Dame. Du kommst zu mir. Ah, sie sieht begeistert aus. Wie heißt du? Lars, bitte, komm. Egal, Modus, wenn ihr das nicht. So, ganz kurz zu euch. Was machst du beruflich? Ich bin Bäcker. Bäcker. Und was machst du beruflich? Groß- und Außenhandelskauffrau. Du verkaufst dann das, was er produziert. Ja, genau. Wir haben fantastische Kandidaten, die uns dabei helfen werden, was zu gewinnen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins, nämlich eine Frau, die durch dieses Quiz führt. Leider hatte Barbara Schöneberger Durchfall. Deswegen mussten wir sie nehmen. Und sie ist schon seit vielen Jahren Bestandteil der Bratwurst und Backlaber Community. Wir lieben sie sehr und lassen sie jetzt aus dem Käfig. Sandra Sprünke! Lars, Jill. Jill. Herzlich willkommen hier zu unserem gefährlichen Quiz. Und heute geht es um heiße Luft. Und wir bekommen noch mal eine zauberhafte Assistenz. Horst Lichter ist noch mal da. Bratwurst und Backlava, das Quiz. Ihr bekommt von uns gleich diesen Ballon in die Hand gegeben. Okay. Der wird von Horst von mir immer weiter aufgeblasen, ich dreh bis hier er auf. Irgendwann platzt. Klar. Ich stelle euch Fragen und ihr dürft den Ballon erst dann ans gegnerische Team weitergeben, wenn ihr eine Frage richtig beantwortet habt. Wenn ihr die richtige Antwort wisst, ruft sie laut und deutlich rein. Okay. Das Team, bei dem der Ballon am Ende platzt, hat das Spiel verloren. Ich würde euch jetzt bitten, euch einmal diese wundervollen Ohrstöpsel reinzumachen. Schade. Und die Sicherheitsbrillen aufzusetzen. Schön, Horst, dass du den letzten Ballon auch noch als Pulli trägst. Das sieht wie gut aus. Sehr gut. Ja. Toll, toll, toll. Özcan, du beginnst, das bestimme ich jetzt einfach mal. Oh, sehr gut. Und dann sage ich jetzt, Luft ab. Wie heißen Menschen, kein Fleisch, aber dafür Fisch essen? Pesketarier. Korrekt. Wie heißt der Topf, in dem Käsefondue gekocht wird? Das hat zu lange gedauert. Wie viel Scoville hat die schärfste Chilischote der Welt? 10.000. 2,69 Millionen. Ein beliebtes Gericht in Hessen ist Handkäse mit Brot. Musik. Was? Welche Art Wein trinken Deutsche am liebsten? Rotwein. Korrekt. Gott sei Dank. Nimm ihn! Was ist das größte Tier, das am Stück gebraten und serviert wurde? Was? Ich weiß ich nicht. Falsch. Wie geht der Beat von Ice Ice Baby? Din-din-din-din-din-din. Korrekt. Din-din-din. Welches Kraut ist auch ein Kommando für Hunde? Was? Keine Ahnung. Falsch. Haltet zu dir! One apple a day keeps... Zu dir! Korrekt. Nehmen. Nein! Alter. Alter Bastard, halt zu dir! In welchem europäischen Land ist es auch heute noch erlaubt, die eigenen Haustiere zu verspeisen? Europa! Falsch, Schweiz. Aus welchem Land kommt Chirurgi? Aus Polen. Korrekt. Ja! Tut zu dir! Was passiert mit einem faulen Ei, wenn es im Wasser liegt? Schwimmt oben. Korrekt. Ja. Aus welchem Land stammt das Müsli? Was? Aus welchem Land stammt das Müsli? Weiß ich nicht, mach weiter! Was wurde 45 Jahre nach der Konservendose erfunden? Was? Was? Woraus besteht Kaviar? Fischeier. Ja! Nimm doch, du Bastard! Wie heißt das DDR-Gericht, das unter anderem aus Blutwurst und Speck besteht? Sojaka! Nein, falsch! Toto! Welches Gemüse kann man beim Wachsen zuhören? Was? Welche Tomatensuppe wird kalt serviert? Fuck! Weiß falsch, Gazpacho! Die dümmsten Bauern ernten die! Den Kartoffeln! Korrekt! Welches Gewürz verleiht indischen Speisen die klassische gelbe Farbe? Safran! Falsch, Kurkuma! Fuck you! Welches Gewürz soll beim Layout helfen? Rosmarin. Falsch. Was sind Bergabschnitte? Ich bin dran. Was? Was sind Bergabschnitte?
Ich war noch dran. Ist einem gut? Ich weiß nicht. Ich hab zu dir gesagt, gib her. Was? Ja. Was? Ja. Haben wir dann gewonnen? Nein. Nein. Ja. Nein. Danke, Jill. Weil das nennt man juristisch gesehen einen stillschweigenden Vertrag, weil sie hat ihr und du hast geantwortet. Ja. Das heißt leider, dass Team Basti und somit auch Lars verloren hat. Du gewinnst etwas von uns. Und zwar das stylische Kofferset wird zur Verfügung gestellt von Travel Light, dem Hamburger Familienunternehmen für Tradition. Für jede Reise das passende Gepäckstück. Herzlichen Glückwunsch. Schön. Das war Bratwurst und Baklava, das Quiz. Bratwurst und Baklava, das Quiz.